Guten Morgen, Leute. Es ist super kalt. Es sollte eigentlich wärmer werden. Und es soll jetzt auch am Wochenende wärmer werden. Aber heute haben wir um die 0 Grad. Ich bin hier in Kyoto, Leute. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Goldenen Tempel. Aber vorher gehen wir noch in einen ganz interessanten Schrein mit einer Göttin, die dort lebt. Das ist wieder eine richtig gute Geschichte. Die erzähle ich euch gleich auch. Aber jetzt erstmal auf den Weg, müssen ungefähr eine halbe Stunde laufen. Und dann schauen wir uns heute auch den Goldenen Tempel an, den Kinkakuji, Leute. Super bekannt. Wartet vielleicht auch schon mal, wenn ihr in Kyoto wart. Auf geht's, Leute. Wetter ist auf jeden Fall super. In dem Schrein, in dem wir gerade waren, da wollte ich gar nicht hin, Leute. Der ist mir einfach auf dem Weg begegnet. Ich habe diesen Weg hier gesehen, habe gedacht, wow, was ist das? Da muss ich mal hin. Ein Riesentuddy. Ich habe gerade ganz schnell mal ein bisschen recherchiert. Leider nicht so viel und ich weiß auch nicht, wer die Götter hier sind. Das waren jetzt keine, die mir direkt bekannt waren. Und da müsste ich jetzt ein bisschen weitergehender recherchieren, um zu gucken, welche Beziehungen die wieder haben, mit wem, wo die herkommen und so. Aber hier die Bäume im Hintergrund, das müssten Sakura sein. Also in der Sakura-Zeit soll es hier sehr schön sein. Und der wurde ungefähr Ende des 8. Jahrhunderts gegründet hier, der Schrein. Also schon ein relativ altes Ding und keine Ahnung, also irgendwann müssen wir hier nochmal hin, glaube ich, und müssen uns das Ganze nochmal genauer angucken mit der Geschichte und allem drum dran. Wir sind aber jetzt gleich bei dem Schrein, zu dem ich eigentlich wollte. Und da machen wir uns jetzt auf den restlichen Weg. Thank you.
Leute, das nenne ich mal wieder im Schrein. Das hier ist der Wara Tenjingu oder Shikichi Jinja, heißt der. Mein Gott, ist schwer auszusprechen. Der hat im Grunde zwei Namen, aber vorne auf dem Tulli steht auch Wara Tenjingu. Und das ist ein Schrein, Leute, in dem diesmal eine Göttin lebt. In vielen Schreinen hat man ja Götter, also männliche. Hier haben wir diesmal eine Göttin. Und zwar die, jetzt muss ich mich konzentrieren, die Konohana no Sakuya Bime. Das ist ein langer Name wieder. Und das, Leute, ist die Frau gewesen vom Ninigi. Und Ninigi, erinnert euch vielleicht noch, das ist ein Enkel von der Sonnengöttin Amaterasu, der nach Kyushu geschickt worden ist und dann hinterher dem Okuninushi das Land abgenommen hat, also dem Herrscher von Izumo. Wie das alles funktioniert hat, das werden wir auch irgendwann in Videos nochmal ganz genau besprechen. Auf jeden Fall, der Ninigi ist der Enkel von der Sonnengöttin Amaterasu, damit auch ein direkter Vorfahre der Kaiserfamilie. Und das ist halt ein richtig dickes Ding. Und der hat die Göttin, die hier ist, die hat er einfach geheiratet. Aber Leute, es gibt einen Twist. Und deswegen ist diese Göttin hier auch relativ wichtig, so könnte man sagen. Ihr Name sagt, dass sie so schön ist wie eine Blume. Sie blüht richtig und das soll wirklich eine richtig, richtig hübsche Prinzessin gewesen sein. Ja, also der Ninigi, der alte Stecher, der weiß ganz genau, was abgeht. Der nimmt sich um die Allerschönsten mit. Aber der Vater von ihr hat gesagt, ey Ninigi, du kannst nicht nur die Schöne nehmen. Hier ist noch ihre Schwester. Die ist zwar ein bisschen hässlich, die Iwanagahime war das, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ich schreibe es euch unten rein, die Namen, ich komme immer durcheinander. Und in deren Namen steckt drin, dass die so beständig ist wie ein Fels. Aber die war halt hässlich, die war nicht schön. Und der Vater hat gesagt, jo, du musst die unbedingt beide zusammennehmen. Wenn du nur eine nimmst, das geht nicht gut. Heirate beide. Und der Ninige hat sich gedacht, ja, was soll ich mit der Hässlichen, wie ein Fels oder so? Scheiß auf die Hässliche, ich nehme nur die Schöne. Er hat nur die Süße genommen. Und was passiert ist, ist Folgendes. Man musste die im Set nehmen. Denn was die zusammen machen ist, die Hässliche, also die Felsentochter oder wie man das nennen soll, die sorgt dafür, dass langes Leben mit dabei ist. Und die Schöne sorgt eben dafür, dass Schönheit vorhanden ist, aber Schönheit ist halt vergänglich. Und der Ninigi hat dadurch, dass er nur die Schöne geheiratet hat, dafür gesorgt, dass die Götter ab ihm, also alle Nachfahren ab ihm, nicht mehr unsterblich sind. Die Götter galten nämlich damals als unsterblich, aber dadurch, dass er nur die Schönheit genommen hat und nicht die Beständigkeit im Set, sind alle seine Kinder und damit auch die Nachfahren und damit auch die Kaiserfamilie. Denn er ist ja ein Vorfahre des ersten Tennos, also des Jimmu Tennos und damit eben auch der Kaiserfamilie, sind die eben sterblich geworden. Und das ist der Punkt im Kujiki, der Punkt in den japanischen Legenden, ab dem die Götter sterblich sind. Und deswegen hat der Ninigi da ja was ziemlich Schlechtes gemacht, so könnte man sagen. Also da sieht man mal, ne, man soll nicht immer nur auf die Schönheit gucken, sondern man muss auf die Beständigkeit gucken, Leute, dass das auch funktioniert in der Beziehung. Und wenn man nur nach dem Auge geht, nur die Schönheit immer nimmt und nicht den Charakter und so, dann ist halt komplett weg. Also das sagt die Geschichte vielleicht auch so ein bisschen aus. Da kann man ein bisschen was draus lernen, finde ich. Das also soweit zur Geschichte der Göttin. Hier ist also schon eine richtig wichtige Göttin, könnte man sagen. Oben auf dem Dach. Sie hat auch 6 Querbalken, das ist eine Menge, das ist schon richtig viel. Also die ist schon relativ wichtig, diese Göttin hier. Und der Schrein an sich ist super. Also ihr habt es ja gesehen in den Aufnahmen. Der ist super gelegen, ist eigentlich mitten in der Stadt, was man vielleicht gar nicht vermuten würde, wenn man sich hier im Schrein befindet. Aber wie die ganze Anlage gemacht ist, auch die Gebäude gefallen mir sehr gut. Also ein richtig schöner Schrein, man merkt, dass hier wirklich auch eine Göttin von Kraft wohnt. Also das ist, ja, ist eine absolute Empfehlung, mitten in Kyoto im Grunde, kurz vorm Kinkakuji, ja. Da gehen wir nämlich jetzt hin, zum Goldenen Tempel, Leute, den müssen wir uns auch noch angucken. Aber wollte ich unbedingt mal hinkommen hier und ich werde jetzt auch mal gucken, was die für Omamori haben und so. Auf jeden Fall ein richtig guter, interessanter Schrein und die Geschichte mit der Prinzessin, Mann, das ist einfach, die Geschichte ist einfach zu gut, wie der Ninigi sich einfach die Schöne nimmt, die Hässliche da lässt und dann sind alle Tennos sterblich auf einmal und alle Leute, die danach kommen, alle Götter. Das ist halt so eine Geschichte, muss man sich halt auch erstmal ausdenken. Da muss man erstmal drauf kommen. Aber ich frage mich oder ich denke, dass in dieser Geschichte noch eine ganze Menge kodiert ist an Moral und was weiß ich nicht alles. Also das werde ich hoffentlich im Laufe der Zeit, der Monate und Jahre irgendwann noch ganz genau herausfinden, was diese Geschichte genau zu bedeuten hat. Denn ich meine, dass auf einmal die Götter sterblich sind, das ist keine triviale Sache. Das ist ein dickes Ding. Und auf irgendwas muss ich das ja gründen, sage ich mal. Und irgendwofür muss es ja einen Anlass gegeben haben, dass sie gesagt haben, okay, diese Geschichte ist wichtig. Aber das werden wir alles irgendwann mal herausfinden, hoffentlich. Jetzt erstmal auf zum Goldenen Tempel.
Den Goldenen Tempel werden wir uns nächste Woche im Vlog ansehen und außerdem noch eine Burg in Kyoto, die auch Weltkulturerbe ist, genau wie der Goldene Tempel. Da war ich nämlich noch spontan bei der Burg, dann auf dem Weg zum Bahnhof und es ist auch eine wirklich wunderschöne Anlage, denn ehrlich gesagt habe ich ein bisschen zu viel aufgenommen. Also ich das Material für den Vlog hier nochmal durchgesehen, da habe ich gedacht, wow, das ist so viel, da könnte ich eigentlich auch ohne Probleme 2 Vlog-Folgen draus machen, was auch ganz gut passt momentan, denn wie ihr vielleicht wisst, ziehen wir um und zwar schon in weniger als 2 Wochen. Das war alles ein bisschen spontan, das mit der neuen Wohnung hat sich auch spontan ergeben, sodass wir super im Stress sind, wenig Zeit haben, alles packen müssen und irgendwie den Umzug vonstatten bringen müssen. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, dass wir den Vlog hier aus Kyoto jetzt in 2 aufteilen. Das heißt, die nächste Episode kommt nächste Woche und da seht ihr dann den Goldenen Tempel und eine richtig schöne Burganlage oder Schlossanlage in Kyoto. Ich hoffe, das war okay für euch. Dieser Vlog hier, der Waratenjingu, wo wir waren, ist wirklich ein ganz besonderer Schrein mit der Göttin dort, die ist auch ganz besonders. Und diese Geschichte, wie die Götter auf einmal sterblich geworden sind, das ist auch ein Ding, da werden wir in späteren Videos uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer angucken. Denn das ist eine ziemlich wichtige Geschichte, die ist wirklich sehr, sehr wichtig und spielt auch eine große Rolle für natürlich die Kaiserfamilie. Denn die Kaiserfamilie ist sterblich und die Götter früher waren es wohl nicht. Also da gibt es noch einiges zu entdecken, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch schöne Eindrücke aus Kyoto zeigen und natürlich den Schrein, den wir am Anfang besucht haben. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal irgendwann hingehen. Vielleicht zur Sakura-Zeit, weil da stehen ja viele Sakura-Bäume hin drin. Und dann werden wir uns auch nochmal mit den Göttern beschäftigen. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Vielen Dank, dass ihr diese Woche auch wieder mit dabei wart. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es noch eine Menge Links, über die ihr mich und meine Arbeit unterstützen könnt. Unter anderem durch eine direkte Spende. Es gibt Japanisch-Online-Kurse. Und natürlich unseren Online-Shop www.washindojp.com. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.